Dubai. Zum ersten Mal verbringt Borussia Dortmund sein Wintertrainingslager im Emirat. Hervorragende Trainingsbedingungen, angenehmes Klima. Neben den Schwarz-Gelben zog es auch Eintracht Frankfurt nach Dubai und die Bayern nach Katar zum sechsten Mal in Folge. Für BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke liegen die Gründe auf der Hand. Für uns war wichtig, wir mussten mal einen neuen Input setzen. Spanien, das war irgendwie ausgelutscht. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man auch festhalten, dass im Süden Spaniens, wo ja die klimatischen Bedingungen dann einigermaßen akzeptabel sind, aber ehrlicherweise wird da seit 10 Jahren auch kein einziger Euro mehr in irgendeine Infrastruktur investiert. Und wir wollten einfach mal neuen Input haben und wollten Top-Bedingungen haben, klimatisch, trainingstechnisch, und dann bot sich eben Dubai an. Doch sowohl aus der Politik als auch von den Fans ernteten die Vereine Kritik für ihre Trainingslager am Persischen Golf. Grund dafür sind die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen und der Umgang mit Regierungskritikern. Die Bundesliga-Profis können sich davon jedoch keinen umfassenden Eindruck schaffen. Wir sind ja elitär untergebracht, machen wir uns doch nichts vor. Wir sind im Hotel und gehen zum Trainingsplatz. Und da kriegen wir natürlich keinen Eindruck des Tagesablaufes hier in Abu Dhabi. Also das geht halt nicht. Nein, kann ich mir keine. Ich fahre dann auch durch die Straßen, da im Bus sitzend. Daraus eine Meinung abzuleiten, wäre ganz schön vermessen. Sportlich hat sich die Reise für Borussia Dortmund gelohnt. Beim 4:0 gegen Frankfurt überzeugten die Westfalen. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es ein 4:1 gegen Hyeonbuk aus Südkorea. Trainer Thomas Tuchel zog ein positives Fazit. Ich bin sehr zufrieden, weil wir sehr fleißig waren und in den letzten 2 Wochen sehr, sehr intensiv gearbeitet haben. Die Mannschaft wirklich da auch alles investiert hat. Eine gute Energie entstanden ist wieder, auch zwischenmenschlich. Und die Mannschaft einfach auch sehr, sehr gut miteinander umgeht. Und es großen Spaß gemacht hat, sie auch hier so eng dann dabei zu begleiten. Und deshalb haben wir ein sehr gutes Gefühl und sind sehr zufrieden. Mit einem guten Gefühl fahren die BVB-Profis zurück ins kalte, winterliche Deutschland. Trotz der Kritik an ihrer Trainingslagerwahl am warmen Persischen Golf.